Hey, liebe Kids, schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Kindergottesdienst am Sonntagmorgen. Hey, das freut mich richtig. Und ich will direkt mal das heutige Gewinnspiel erwähnen, bevor ich sage, wer letztes Mal gewonnen hat, okay? Das Gewinnspiel dreht sich darum, dass ihr dieses Mal ganz gut aufpassen müsst, wie viele Federbälle ins Pool fliegen, also in den Pool, okay? Und da müsst ihr mitzählen und am Ende könnt ihr uns auf diese E-Mail-Adresse hier schreiben, wie viele Federbälle ihr gezählt habt, okay? Also gut aufpassen. So, und ich begrüße nochmal unseren... Django! Django! Oh, das bin ja ich. Das bist du. Hey, geht's dir gut, Django? Oh, sehr gut. Sehr schön. Okay, gut. Django, bevor wir uns weiter unterhalten, würde ich nochmal gerne zum Anfang beten, ja? Okay. Und dann geht's weiter. Vater, ich danke dir dafür, dass wir immer zu dir beten dürfen. Danke dir dafür, dass du uns immer beschützt, immer da bist und uns immer liebst, Herr. Amen. Amen. Hey Django, erzähl mal, wie ist so dein Tag heute? Oh, ganz entspannt. Ich liege und liege. Aha. Esse eine Banane und liege. Wir sind im Urlaub, merkt man. Und Django, weißt du, was man im Urlaub macht? Was denn? Eis essen. Oh ja. Ich habe mir vorgenommen, heute ein Eis zu essen. Ich bin dabei. Du bist dabei? Ja. Okay, ich habe da hinten eine Eisdiele gesehen. Ich würde mir mal da ein Eis holen, okay, Django? Marcel. Ja? Glaub mir, die Eisdiele rechts von dir ist viel besser. Wieso? Woher weißt du das? Ich habe es doch schon ausprobiert. Und du hast die auch ausprobiert? Ja. Sag mal, wie viel Eis isst denn du ohne mich, Django? Das ist ja mal... Du hast recht, vielleicht sollte ich gleich auf das Eis verzichten. Ja, das stimmt, okay. Aber solltest mir wirklich glauben, Marcel, vertrau mir. Diese hier ist viel näher. Ja, ich weiß, du musst ein bisschen gehen bis zur anderen, aber es lohnt sich, wirklich. Das ist das beste Eis, das du je gegessen hast. Okay, Kids, was denkt ihr, soll ich dem Django vertrauen oder nicht? Ich glaube, das war ein eindeutiges Ja. Okay. Ja, ich gehe mal los, Django. Danke dir für den Tipp, okay? Gerne. Guck, da bist du ja schon wieder. Das hat doch gar nicht so lange gedauert. Django, das Eis habe ich früher mal richtig gerne gegessen. Danke dir für den Tipp. Gerne. Das lohnt sich doch manchmal, wenn man auf gute Freunde hört oder auf Menschen, denen man vertrauen kann, ja? Oder aus Affen. Oder auf Affen. So ist es. Okay, dann genieße ich das mal. So, ich setze mich schön wieder in meine Liege und genieße das Ganze. Okay, also. Und ich will noch aber kurz, bevor ich mein Eis hier esse, sagen, wer letztes Mal gewonnen hat. Und zwar seht ihr das hier, oder die Namen, die letztes Mal gewonnen haben, genau hier. Also herzlichen Glückwunsch euch. Und ich sag mal, einen sehr, sehr schönen Sonntag euch. Okay? Ich würde hier jetzt ein bisschen Eis genießen. Ich wollte dich noch was fragen. Mhm. Ob du gleich noch mit mir was spielen kannst. Was spielen? Ja. Was willst du mit mir spielen? Ah, hier, ich hab's dir hier neben mich hingelegt. Okay. Aber Django, ich glaube, das ist was anderes. Ein Spiel. Das ist ein cooles Spiel. Erkennt ihr das? Ich glaube, das ist das Gewinn. Das gibt's heute zu gewinnen, oder Django? Ja, aber es ist doch bestimmt besser, wenn wir es vorher ausprobieren. Django, aber das ist für die Kids. Ja. Das ist für die Kinder. Aber die können das ja danach kriegen. Ich glaube, wir lassen das mal verpackt, Django. Und wir versuchen mal, wir gucken mal, ob wir noch was anderes finden zu spielen, okay? Schade. Ich fand, das sah so cool aus. Ja, wenn sich keiner meldet, dann spielen wir das, okay? Okay. Und wie könnten wir das nochmal gewinnen? Ja, indem die zählen, wie viele Federbälle jetzt durchs Bild geflogen sind. Ist das aufregend. Mhm. Alle Urlauber, macht euch bereit! Das Eis zur Seite! Berlin. Wir machen Sport! Oh. Ach, cool. Juhu! Begeisterung! Super. Ich habe meinen Ghetto-Blaster wieder mitgebracht. Mm. Marcel? Ja, ich nehme den mal. Danke. Und ich meine, dein Eis, das sieht richtig, richtig Oder gut aus. Oder? Das sieht voll lecker aus. Total. Es ist auch lecker. Das glaube ich dir. Von welcher Eisdiele hast du das nochmal? Von der da hinten. Ah, da Django hinten. Hat mir gesagt,
dass es richtig gut ist und er hat recht. Ich hab das ist auch richtig weit, ne? Ja, aber das war es wert. Ja? Cool. Voll. Ich würde sagen, vielleicht kannst du das gerade einmal abgeben und dann, genau da irgendwo hinlegen, sehr gut. Und dann machen wir einmal Sport, weil wir gleich mit dem Lobpreis starten wollen. Und das Coole ist, dass wir uns einmal damit vorbereiten, dass Gott immer da ist und dass er so gut ist, dass wir ihn zu ihm singen wollen. Und wir wollen uns aber auch ein bisschen vorbereiten und uns warm machen. Und dafür ziehen wir die Knie richtig hoch, okay? Okay. Das machen wir gleich, bei drei, okay? Können wir auch Musik dazu hören? Oh ja, sehr gut. Marcel, deine Aufgabe? Musik motiviert mich. Sehr gut. Und die Knie ganz weit hoch. Genau, noch ein bisschen. Noch weiter. Und fertig. Sehr gut. Bist du aufgewärmt? Ich glaube schon. Okay, dann würde ich sagen, los geht's mit dem Lobpreis.
Ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Der ist ja richtig dreckig, der Fluss. Also da gehe ich ganz bestimmt nicht drin baden. Bah, der sieht echt nicht gut aus. Ihr wisst ja noch gar nicht, worum es geht. Wisst ihr, in diesem Fluss will heute jemand baden und der sieht echt richtig dreckig aus. Aber ich fange mal ganz von vorne an. Und zwar die Geschichte heute, die ich euch erzählen möchte, handelt von einem Mann, der war richtig berühmt. Ihr kennt bestimmt irgendeinen prominenten Menschen, sei es ein Schauspieler oder ein Sänger, eine Sängerin oder Bundeskanzler, Könige, was auch immer. Die sind richtig bekannt, jeder kennt sie. Und dieser Mann, von dem ich heute erzähle, der war auch sehr berühmt. Er war nämlich ein richtig, richtig guter Soldat. Und dieser Mann, der hieß Naaman. Naaman war wirklich sehr beliebt und die Leute in dem Land, die mochten ihn einfach. Und vor allem der König mochte ihn auch sehr gerne. Dann ist aber etwas Schlimmes passiert. Dieser Naaman, der hat eine Krankheit gekriegt. Eine Krankheit, die hieß Aussatz. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Aussatz ist so eine Krankheit auf der Haut. Und wenn jemand aussätzig war, dann war das sehr gefährlich, weil es auch sehr ansteckend war. Und Naaman war richtig verzweifelt. Er wusste gar nicht, was er machen sollte. In seinem Haus lebte allerdings eine Sklavin. Leider war das früher ja ziemlich oft der Fall, dass Menschen Sklaven bei sich zu Hause hatten, die ihnen beim Haushalt geholfen haben oder beim Kochen. Und diese Sklavin, das war noch ein sehr junges Mädchen, die aus Israel kam. Und diese Sklavin, die kam zur Frau von Naaman und hat gesagt, weißt du was, in meinem Land, in Israel, da glauben wir an einen Gott, der alles kann, der alles geschaffen hat, der jeden kennt. Und weil er Schöpfer ist, weiß er auch genau, was in jedem Körper abgeht. Und er weiß auch ganz genau, was bei Naaman falsch ist. Und in unserem Land lebt auch ein Prophet. Und dieser Prophet, der tut Wunder im Namen von Gott. Und der kann deinem Mann bestimmt helfen. Der kann Naaman bestimmt helfen. Und für die Frau war das ein ganz neuer Hoffnungsschimmer. Die waren schon so verzweifelt, weil sie überhaupt nicht wussten, was sie jetzt noch machen sollen, weil mit dem Aussatz kann Naaman seinen Job nicht mehr machen. Und sie waren total am Ende und wussten nicht, was sie machen sollen. Und deswegen hat sie direkt einen Boten zum König geschickt von Naaman. Das war übrigens in einem Land namens Syrien.
Früher hieß das noch ein bisschen anders. Aber der König, der war direkt begeistert und meinte, ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass Naaman wieder gesund wird, dann werden wir alles probieren. Und die haben Naaman mit ganz vielen Geschenken, mit Gold, mit Silber, mit Edelstein, was auch immer damals beliebt war, losgeschickt nach Israel, in das Land, aus dem das kleine Mädchen, die kleine Sklavin aus dem Haus von Naaman kam. Und der Prophet, von dem das Mädchen erzählt hat, der hieß Elisa. Und Elisa, der wusste schon, dass Naaman kommen wird, weil Gott es ihm gesagt hat. Und Elisa hat zu seinem Boten gesagt, hey, geh nach draußen auf die Straße und nehme Naaman in Empfang und sage ihm, er soll sich 7-mal im Jordan untertauchen. Und wisst ihr, der Jordan, der war zu der Zeit sehr schmutzig. Also das war echt keine schöne Aufgabe. Aber der Bote wusste, dass Elisa mit Gott geredet hatte und dass es sich immer lohnt, Gott zu vertrauen. Und der Bote ging nach draußen zu Naaman und Naaman war richtig empört. Nicht nur wegen der Aufgabe, sondern auch deswegen, weil der Prophet nicht selbst nach draußen gekommen ist. Wisst ihr, Naaman war in seinem Land richtig beliebt. Er war es gewohnt, dass jeder begeistert war, wenn er kam und jeder sich gefreut hat, wenn er ihn überhaupt zu Gesicht bekam. Und hier kam der Prophet nicht mal selbst raus, um Naaman zu sagen, was Sache ist. Das hat ihn richtig doll geärgert. Und wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist auf seine Kutsche gesprungen und ist einfach wieder losgefahren. Der wollte einfach wieder zurück, weil er so sauer war. Der war richtig sauer auf Elisa. Aber gut, dass er noch seine Angestellten und Bedienstete und noch andere Soldaten mitgenommen hatte, weil die sind ihm hinterhergefahren und haben gesagt, hey, Naaman, was hast du denn zu verlieren? Du bist doch schon krank. Also probier es doch aus und vertrau darauf, dass dieser Gott dir wirklich helfen kann. Und da hat sich Naaman nochmal umstimmen lassen. Glücklicherweise. Er ist dann zu diesem schmutzigen, stinkigen Fluss gefahren. Der ist wirklich dreckig, also ich würde da nicht gerne drin baden. Und geht ins Wasser. Und was hat der Bote nochmal gesagt? Er soll 7-mal untertauchen. Probieren wir es erstmal mit 1-mal. Und er taucht unter. 1. Nix. Und das 2. Mal. Wieder nichts. Das funktioniert doch gar nicht. Dann das 3., das 4., das 5. Mal. Langsam war Naaman schon richtig sauer. Er taucht das 6. Mal runter. Guckt. Wieder nichts. Vielleicht war er schon kurz davor aufzugeben, wir wissen es nicht. Aber beim 7. Mal taucht er unter und kommt wieder hoch und es ist einfach alles weg. Er ist wirklich geheilt. Wisst ihr, alle Leute, die dabei waren, ich kann mir vorstellen, dass seine ganzen Angestellten, also der hat bestimmt einige mitgenommen, wenn er so berühmt war, dass die alle richtig gejubelt haben, sich gefreut haben, weil das so ein Wunder war. Wisst ihr, ein Aussatz konnte nicht einfach so geheilt werden. Und da gab es keine Medizin für, keine Creme für. Aber Elisa hatte gesagt, dass er sich untertauchen soll und Gott ihn heilen kann. Und in diesem Moment wusste Naaman, es hat sich gelohnt, Gott zu vertrauen, weil er Wunder getan hat und er mich geheilt hat. Wisst ihr, was Naaman dann gemacht hat? Er ist zurückgefahren zu Elisa und hat sich bedankt und hat gesagt, Mensch, es ist ja großartig, dass ich geheilt wurde. Und Elisa hat gesagt, hey, bedank dich nicht bei mir. Du kannst auch die ganzen Geschenke, die kannst du wieder mitnehmen. Ich brauche sie nicht, weil Gott hat dich geheilt und er wollte dir helfen, um dir zu zeigen, dass du ihm vertrauen kannst. Und dann hatte Naaman eine vielleicht etwas ungewöhnliche Bitte. Er hat dann gesagt, kann ich denn wenigstens Erde von hier mitnehmen? Bisschen komisch, oder? Aber wisst ihr, was Naaman machen wollte? Früher hat man,
um Gott Danke zu sagen, um ihn zu preisen für etwas, was er getan hat, dann hat man einen Altar gebaut. Und das wollte Naaman machen. Er wollte für Gott in seinem Land, er hat ja in einem anderen Land gelebt, wollte er einen Altar bauen, um ihm Danke zu sagen und ihn zu preisen für das, was er gemacht hat. Und das hat er gemacht. Er hat dann Erde mitgenommen und ist nach Hause gefahren. Er war gesund und hat Gott dafür gepriesen, was er für ein riesiges Wunder getan hat. Wisst ihr, was ich richtig toll in dieser Geschichte finde? Man merkt, dass es eigentlich eine ziemlich ungewöhnliche Bitte war. Also im ersten Moment hätte man gedacht, so, okay, warum soll ich 7-mal in einem schmutzigen See oder in einem Fluss untertauchen? Und es hat sich trotzdem gelohnt, darauf zu hören, was Gott gesagt hat. Und ich glaube, dass wir immer wieder in Situationen sind, wo ja, irgendwie ein anderer Weg vielleicht leichter scheint. Wo ja, wir denken, hey, vielleicht wissen wir besser, was gerade dran ist. Oder irgendwie ist es gerade viel schwieriger, das zu machen, deswegen will ich lieber das machen. Ich hatte das zum Beispiel, ich habe heute noch eine Prüfung geschrieben und zurzeit ist es so, dass wir durch die Corona-Zeit online schreiben. Also wir haben einfach unser Wohnzimmer, setzen uns dann mit dem Laptop hin und können dann diese Prüfung schreiben und es ist wirklich niemand anderes da. Und im ersten Moment scheint es vielleicht wirklich einfacher dann zu sagen, hey, ich habe ja hier meine Lernunterlagen, ich weiß ganz genau, eigentlich ist das nicht richtig, aber es merkt ja gar keiner, ich könnte jetzt einfach schummeln. Und ich habe mich dann bewusst dazu entschieden, nein, das ist nicht richtig, das zu machen, obwohl es eigentlich viel einfacher wäre und ich vielleicht eine viel bessere Note geschrieben hätte. Und ich glaube, dass uns das im Leben immer wieder begegnet, wo wir Entscheidungen treffen müssen und uns manchmal vielleicht für etwas entscheiden, was viel schwieriger ist. Vielleicht auch manchmal uns gegen eine Notlüge entscheiden, weil wir merken, das ist eigentlich gar nicht richtig. Und unsere Geschichte zeigt uns, dass es sich lohnt, dass wir Gott vertrauen, dass er super Pläne für unser Leben hat. Und auch wenn die Aufgabe manchmal schwieriger erscheint oder vielleicht auch unlogisch, dann lohnt es sich trotzdem, Gott zu vertrauen, dass er einen richtig guten Plan hat. Weil das kann ich euch sagen, dass Gott einen wirklich richtig guten Plan für euer Leben hat. Und das war die Geschichte von Naaman. Eine neue Woche, ein neuer Vers, ganz genau. Die Geschichte von Naaman war gerade richtig spannend, weil Naaman so dolle auf Gott vertraut hat oder beziehungsweise gemerkt hat, dass es sich lohnt, auf Gott zu vertrauen. Und das wollen wir heute uns auch einprägen in unseren Kopf. Einmal richtig doll einprägen. Mit dem folgenden Vers, der geht nämlich so, vertraue, und da machen wir einmal die Augen zu, weil wir quasi auch mit geschlossenen Augen vertrauen. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Und jetzt noch einmal, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Denn Naaman hat das auch vorhin in der Geschichte gemerkt. Er hat selbst erlebt, dass es manchmal Sinn macht, sich auf Gott zu vertrauen, Gott zu verlassen und nicht unbedingt das zu machen, was vielleicht sinnvoll erscheint oder was man selber denkt, das Richtige wäre. Genau, deswegen üben wir das jetzt noch einmal ganz laut. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Sprüche 3, Vers 5. Viel Spaß, diesen Vers in der nächsten Woche zu üben. So, wir haben wieder ein neues Spiel für euch. Das haben wir noch nie gespielt und es ist auch ganz einfach in dem Sinne, dass ihr wirklich gar nichts dafür braucht als eine Wand. Celine und ich werden uns gleich an die Wand setzen. Und zwar kommt es vielleicht mal vor, dass man irgendwo ist und keinen Stuhl zur Verfügung hat. Und wir werden uns jetzt quasi an die Wand lehnen und so tun, als ob wir auf einem Stuhl sitzen, obwohl da keiner ist. Und wir spielen, wer am längsten durchhält. Okay, also ihr braucht nur eine Wand und wir werden euch gleich zeigen, wie genau ihr euch hinsetzen müsst. Und dann kann es schon losgehen. Praktisch, ihr müsst gar nicht auf Pause machen, wir können direkt loslegen. Also, wir gehen an die Wand und ich weiß nicht, also
ob ihr das genau wisst, was ein 90-Grad-Winkel ist. Aber eure Beine müssen quasi so stehen. Und los! Das heißt, es ausschalten. Oder? Also wir haben gerade schon gesagt, dass wir bestimmt Muskelkater davon kriegen. Also es war eine gute Sportübung. So, jetzt wollen wir noch mal an das Gewinnspiel erinnern. Jetzt muss ich kurz gucken, wo das ist. Ach, du hast es. Sehr schön. Das konntet ihr gewinnen. Ich hoffe, ihr habt mitgezählt. Die Federbälle, die zwischendurch einfach so reingeflogen sind. Und da könnt ihr dieses coole Spiel gewinnen. Also schreibt uns eine E-Mail, die steht wieder unten drin, und dann sind wir gespannt, wer gewonnen hat. Und vielleicht kannst du zum Ende, du hast ja heute die Geschichte erzählt, stimmt, noch einmal sagen, was wir so in die nächste Woche mitnehmen können. Okay, also was ich an dieser Geschichte am besten fand, ist, dass man daraus nehmen kann, dass man Gott immer vertrauen kann, egal was passiert. Wir werden immer wieder in Situationen kommen, die schwierig sind oder wo es uns auch manchmal schwerfällt, das zu tun, was eigentlich richtig ist. Und wir haben gemerkt, dass es sich lohnt, wirklich Gott zu vertrauen, weil daraus Großes und Schönes entstehen kann, wie bei Naaman. Sehr gut. Das ist ein richtig guter Gedanke. Ja, finde ich auch. Das können wir auf jeden Fall mit in nächste Woche nehmen. Und zum Thema nächste Woche, was ist da? Kindergottesdienst City Light. Wuhu, wir freuen uns schon wieder richtig doll auf die nächste Woche. Ja. Also, wir sehen euch bestimmt, oder? Bis dann. Ciao. Tschüss.